Wie bekommst du mehr Follower auf LinkedIn? Hier ist die erprobte 3-Schritte-Strategie, die organische Inhalte mit bezahlten Werbeanzeigen in einem ganz bestimmten Format kombiniert und damit das Generieren von LinkedIn-Followern für dich stark beschleunigt. Am Ende gibt es natürlich auch wieder alles an Vorlagen und Schablonen zum Runterladen und direkt anwenden für dich. Also, los geht's! Bevor wir jetzt gleich sofort reinspringen, kleiner Fun Fact, denn über 80% von euch, die diese Folge jetzt hier zum Beispiel sehen oder hören, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Also, wenn du dir und mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann klick einfach gerne auf Abonnieren. Du weißt ja, je größer dieser Kanal hier, desto mehr hilfreiche Inhalte können mein Team und ich hier jede Woche rausbringen. Danke dir. Ein Kunde hat mich diese Woche gefragt, Michael, wie bekomme ich mehr Follower auf LinkedIn auf mein Profil? Könnt ihr mir dabei helfen? Meine Antwort war, jo, wir können dir dabei helfen und ich würde die folgenden 3 Schritte mit dir gehen. Paula und ich haben selbst in den letzten Jahren knapp 10.000 bzw. über 17.000 Follower auf LinkedIn generiert. Und wenn ich das heute nochmal machen müsste, würde ich es genau über diese 3 Schritte gehen, die wir jetzt gleich hier durchgehen, weil die das Ganze stark beschleunigen und eben auf die Kombination aus organisch plus paid setzen und den Leuten ein paar Anreize geben, euch dann auch wirklich auf LinkedIn zu folgen. Dann lasst uns gerne mal hier die 3 Schritte durchgehen, um mehr Follower auf LinkedIn zu generieren. Schritt Nummer 1, der sehr wichtig ist, ist natürlich, dass wir ja unserer Zielgruppe etwas bieten, wofür es sich auch lohnt, uns zu folgen. Na, wir wollen nützlichen, hilfreichen, wertvollen Content erstellen in Form von Postings auf unserem LinkedIn-Profil. Und hier empfehle ich dir unbedingt, das Story-Teach-Tool-Schema zu nutzen. Das gucken wir uns gleich hier in der Vorlage nochmal genauer an. Dieses Story-Teach-Tool-Schema, das erlaubt es dir, sehr schnell und einfach solche Inhalte als LinkedIn-Postings zu erstellen, die einerseits ja fachlich exzellent und sehr hilfreich für die Zielgruppe sind, andererseits aber auch eine schöne persönliche Note dabei haben. Und diese Postings, die veröffentlichst du dann über das persönliche LinkedIn-Profil von dir oder eben von der Person bei euch im Unternehmen, deren LinkedIn-Follower eben aufgebaut werden sollen, die mehr LinkedIn-Follower bekommen soll. Denn es ist ja so, dass die persönlichen Profile auf LinkedIn, die werden vom Algorithmus bevorzugt. Es nützt nichts, über das Company-Profil die Postings zu veröffentlichen. Da nutzt man eine andere Strategie. Da habe ich auch mal eine Folge darüber veröffentlicht. Möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber hier geht es wirklich darum, ja, LinkedIn-Follower fürs persönliche Profil aufzubauen. Das funktioniert am schnellsten, das funktioniert am besten. Das präferiert auch der Algorithmus. Und dementsprechend posten wir dann unsere Inhalte, unsere Postings über das persönliche Profil. Ganz wichtig natürlich dabei, immer exzellenten Fachcontent, der hilfreich und wertvoll für die exakte Zielgruppe ist, zu veröffentlichen und eben die persönliche Note dazu zu geben. Ja, du weißt, wir Menschen kaufen am Ende von Gesichtern und nicht von Logos und das gilt auch im B2B, das gilt im tiefsten technischen B2B absolut. Ja, und um das tun zu können und das auch sehr schnell und einfach tun zu können, guten Content zu produzieren, habe ich dir hier die Content-Vorlage für das Story-Teach-Tool-Schema mit hinzugegeben. Du kannst einfach hier unter die Folge einmal Vorlage kommentieren, dann schicke ich dir den Link zu dieser Vorlage hier zu. Wir gucken da einmal eben gemeinsam rein, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Das kannst du dir dann in Ruhe ansehen. Ne? Also dieses Story-Teach-Tool-Schema, das kann man für jegliche Arten von Contents verwenden. Das startet dann hier mit der Hook. Du hast hier jeweils in dem Dokument immer ja, auch Schablonen und Vorlagen, die du nutzen kannst. Na, dann in dem Story-Part wird die persönliche Brücke gebaut, in dem Teach-Part wird wertvoller Fachcontent gegeben und in dem Tool-Part gibst du einen nächsten Schritt zur Umsetzung. Ich habe hier sogar noch ganz viele B2B-Content-Ideen für dich hinzugefügt, die du nutzen kannst und du hast auch hier ganz viele Praxisbeispiele für solche Story-Teach-Tool-Postings. Ich habe dazu übrigens auch ein Video in meinem YouTube-Kanal hier veröffentlicht. Das heißt, Content erstellen in 5 Minuten, nutze diese Schablone. Auch das Video haben wir hier rund um diese Folge verlinkt, sodass du es dir dann im Anschluss hier einfach direkt anschauen kannst. So, dadurch haben wir jetzt erstmal
wertvollen, nützlichen, hilfreichen Content für unsere Zielgruppe produziert, ne? Und ja, jetzt wollen wir aber natürlich dafür sorgen, dass wir aus unserer Zielgruppe dann auch nach und nach mehr Follower aufbauen. Um das zu tun, wollen wir den Leuten in unserer Zielgruppe einen kleinen Call to Action setzen und ihnen auch zeigen, warum es sich lohnt, uns zu folgen und eben mehr von solchem hilfreichen, nützlichen Content zu konsumieren. Das passiert dann hier im zweiten Schritt und da zeige ich dir mal einen kleinen Hack, den Paula und ich hier in unserem Profil auch haben, nämlich hier solch einen Profilbanner zu erstellen, der zum Folgen aufruft. Also wir gucken uns einmal hier eben die Praxisbeispiele bei Paula im Profil und bei mir im LinkedIn-Profil an. Und da siehst du dann, dass hier oben dieses Bild, was man hochladen kann auf seinem LinkedIn-Profil, also der LinkedIn-Profil-Banner, dass das einmal der Zielgruppe erklärt, was es hier für Content immer gibt. Ja, tägliche B2B-Marketing-Infoposts steht da drauf und dann steht hier haargenau, was die Leute tun müssen, nämlich einmal auf Folgen klicken, das habe ich jetzt in dem Fall schon getan, und dann eben hier die Glocke aktivieren. Und jetzt ist dieser kleine Hack hier an der Sache, dass der Pfeil scheinbar so aus dem Bild rausragt. Das ist einfach dadurch gemacht, dass der Bereich, das untere Viertel oder das untere Drittel des Bilds einfach in weiß ist und dann der Pfeil da so drüber gemalt ist, genau auf die Glocke drauf, wo die Leute dann auch sozusagen, ja, dir nicht nur folgen können, sondern auch sagen können, benachrichtige mich über neue Inhalte, die Paula hier jetzt beispielsweise veröffentlicht. Das gleiche jetzt hier auf meinem Profil. Ne? Auch hier einmal ganz oben einfach der Banner, wo eben steht, worum es bei mir in meinem Content, den ich jeden Tag so veröffentliche auf LinkedIn, worum es geht. Also Growth in IT, Software und Consulting. Und dann eben tägliche B2B-Marketing-Infoposts. Folgen klicken, Glocke aktivieren. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Call to Action. Und der hat echt bei mir auch nochmal dazu geführt, dass noch mehr Leute überhaupt erstmal auf die Idee gebracht werden, dass sie mir ja folgen könnten und sich dann auch benachrichtigen lassen. Und das ist dann natürlich auch ja, ein positiver Cycle, der sich dadurch ergibt, weil je mehr Leute dann auch wiederum über deinen Content benachrichtigt werden und dann damit interagieren, ihn liken oder kommentieren, desto mehr aus deren Netzwerk sehen dann ja auch wieder deinen Content. Und das führt wieder zu neuen Followern und nochmal neuen Followern und nochmal neuen Followern. Ne? Das ist also ein schöner, ja, positiver Kreislauf, der sich da dann ergibt. Ein Schwungrad, das du damit anfängst zum Laufen zu bringen. Und dann haben wir jetzt einerseits in Schritt 1 eben ja, guten, nützlichen, wertvollen Content für die Zielgruppe produziert. In Schritt 2 sorgen wir dafür, dass auch mehr der Leute, die diesen Content sehen, dann auch wirklich uns folgen und in Zukunft benachrichtigt werden, wenn wir weiteren Content erstellt haben. Und jetzt wollen wir noch den zusätzlichen Booster dazugeben. In Schritt 3 wollen wir nämlich die Postings dann pushen durch LinkedIn Thought Leader Ads. LinkedIn Thought Leader Ads, das, ja, muss man sagen, ist noch so ein kleiner Geheimtipp auf LinkedIn, was Werbeanzeigen angeht. Das sind Werbeanzeigen, die im Vergleich zu anderen Werbeanzeigen auf LinkedIn nicht von Unternehmensprofilen geschaltet werden, weil bis vor kurzem war es auf LinkedIn nur möglich, Werbung von Unternehmensprofilen zu schalten. Und mittlerweile ist es auch möglich, Postings, die vorher auf persönlichen Profilen geschaltet wurden, die dann auch als Werbeanzeigen bei der Zielgruppe in die Feeds zu spülen. Und genau das nutzt du hier. Das ist ein Geheimtipp. Das nutzen noch nicht viele Werbetreibende auf LinkedIn. Und das führt halt dazu, dass deine Postings, die du hier vorher erstellt hast, die organisch vielleicht schon ganz gut funktioniert haben, dass diese Postings jeden Tag dann noch mehr Menschen aus deiner exakten Zielgruppe sehen. Das heißt also, es ist nicht so wie bisher, dass du ein Posting veröffentlichst und der verschwindet einfach in den Tiefen des Feeds und 24, 48 Stunden später sieht ihn keiner mehr, sondern jetzt kannst du dafür sorgen, dass jeden Tag Personen aus der exakten Zielgruppe diesen Post sehen und sehen und sehen, damit interagieren, zu Followern werden, die Kontakte von denen es wiedersehen und so weiter und so fort. Dazu nutzt du die LinkedIn Thought Leader Ads. Und auch hier habe ich schon mal ein Video im YouTube-Kanal veröffentlicht, namens Leads generieren mit LinkedIn und ChatGPT. Und in diesem Video, da gehe ich am Ende des Videos auch auf die Thought Leader Ads ein und zeige, wie sie konkret aussehen, wie sie funktionieren, welche Ergebnisse sie bringen, wie man sie aufsetzt und so weiter und so fort. Also das würde ich dir empfehlen, dazu dieses Video hier im nächsten Schritt einmal anzusehen. Ja, und jetzt nutzt einfach die gezeigten Dokumente, um das Ganze für euch auf die Straße zu bringen. Kommentier einfach Vorlage
unter diese Folge hier, dann kann ich dir den Link zum Dokument zu den Schablonen schicken. Du kannst es einfach für euch nutzen. Und ansonsten, wenn du mal Hilfe gebrauchen kannst beim Aufsetzen eurer Marketinginfrastruktur, dann kontaktiere mich jederzeit einfach gern auch über LinkedIn. Und ansonsten, ja, schau dir jetzt am besten als nächstes direkt die Videos an, die wir gerade durchgegangen sind hier im Kanal. Das wird dir dann sehr, sehr helfen. Ansonsten, wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael Assauer.